Ja, also herzlich willkommen zurück zu The Legend of Zelda, Tears of the Kingdom. Bevor wir uns auf die Story stürzen, ich habe noch ein paar Nebenaufgaben gemacht. Und eine von denen war Pünktchen suchen zu gehen. Das war wirklich, wirklich, wirklich uninteressant. Ihr habt sie einfach hier aufgehalten. Man hat sie von hinten angeschlichen, hat's gezähmt. Und jetzt bringen wir es hier zurück zu seinem Besitzer. Oh, Pünktchen, einfach auf und davon. Oh, Pünktchen, du bist es wirklich. Geht es dir gut? Hast du Hunger? Oh, Pünktchen, ich habe mir solche Sorgen um dich gemacht. Was, wenn dich Monster angegriffen hätten? Ja, es sieht so aus, als stünde ich wieder mal in deiner Schuld. Vielen Dank, dass du mir Pünktchen zurückgebracht hast. Es ist nicht viel, aber hier ein kleines Dankeschön dafür, dass mein bester Freund und ich wieder vereint sind. Ja, ist nicht die Welt, aber... keine Ahnung, wann man das Quest schon machen kann. Also vielleicht ist damals 50 schon ein bisschen besser. Unter blauem Himmel mit wehender Mähne über weite Wiesen laufen, sich mit seiner Herde am sanften Gras laben. Ich kann das Pünktchen nicht verdenken, dass es wieder frei sein wollte. Es tut mir leid, ich weiß, du hast dich sehr angestrengt, ihn mir zurückzubringen. Aber es ist gewiss das Beste für ihn, wenn er mit seinen Freunden in Freiheit durch die Wildnis streifen kann. Das ist nun wohl an der Zeit, ihm Lebewohl zu sagen. Noch schöner wäre es natürlich, wenn ein junger Reiter wie du sich ihm annehme. Kann ich den hier wenigstens registrieren? Nun, solange er glücklich ist, bin ich es auch. Oh, da fällt mir ein, ich habe noch was für dich. Ja, great. Das ist eine Sportkarotte. Sie wächst üblicherweise in Kakariko. Das ist eine Knuder, nicht südöstlich von hier. Aber Reiter oder Pferd, wer davon ist, fühlt sich im Nu doch flott und frisch und wird schnell wieder Wind. Pünktchen, ich haben uns früher die Sportkarotten immer geteilt. Es würde mich sehr glücklich machen, wenn du mit deinem Lieblingspferd vielleicht das gleiche machen würdest. Achso. Okay, damit haben wir das Pferd bekommen. Kann ich es denn jetzt bei dir registrieren? Du bist nicht nur beim Bau der Pferdestation und hast geholfen, sondern auch mein Pferd gefunden. Ich kann dir nichts weitergeben, aber ich werde alles dafür tun, dass deinen Pferden nichts mangelt. Sag, möchtest du Pünktchen jetzt an deines Pferd registrieren? I guess. Vielen Dank. Das geht sogar. Auch mal wieder ungestüm. Sehr gut. Wenn dieses Pferd in deiner Obhut ist, Link, mache ich mir nicht die geringste Sorgen. Soll ich dich gleich als neuen Besitzer registrieren, dann kostet es natürlich. Ja, mit anderen Worten, wir haben also 30 als Bonum bekommen. Ja, und noch ein Steilpunkt, weil wir ein Pferd registrieren, richtig. Müssen einen neuen Namen geben, für mich wird immer Pünktchen bleiben. Hast du dich für Pitania entschieden, ja? Damit ist Registrierung abgeschlossen. Müssen ein Pferd mitnehmen? No. Wir gucken nicht beim Westbrunnen vorbei, sondern hier bei unserem Feld. Ah, der Herr Lehrer. Vielen Dank für deine Geduld, na? Haben sie sich nicht fantastisch entwickelt, die kleinen Pflänzchen? Bitte nimm dir vom Schulfeld, was immer du möchtest. Und sag mir einfach Bescheid, wenn ich etwas anderes anpflanzen soll. Einfach nur, um das hier abzuschließen. Und bevor wir uns wieder zurück in die Wüste begeben, wir gucken nach der nächsten Träne. Aber mal ganz kurz davor zu sehen, wo wir uns genau befinden. Und zwar hier ganz im kalten Norden, in der Nähe von diesem ersten Labyrinth, was wir damals gemacht hatten. So, ich sehe Tränen ohne Ende, aber keine von denen ist bisher gefüllt. Ist das vielleicht die da? Ja. Oh, es ist nur ein Stein, wo sich wieder... Okay. Noch nicht ganz, aber nehme ich natürlich auch Dank mit. Also bevor ich dann in die Wüste zurückkehre, muss ich mich einmal nochmal heilen. Und dann... werde ich definitiv nochmal einen Waffenslot freischalten. Okay, das war er nicht. Es ist der da. No. Wo versteckt er sich? Hier sind nämlich wirklich sehr viele Tränen. Ah, da ist er. Hat mir Schaden gemacht, wow. Thank you.
Königin Sonja! Sag doch etwas! Endlich! Endlich halte ich ihn in meiner Hand! Seine Kraft in meinem Innern. Sonja! Du kommst zu spät, Raoul. Eure Macht gehört nun mir. Ihr hattet kein Recht, sie mir zu verwehren. Vom heutigen Tag an ist dieses Geschenk der Götter mein eigen. Und dein armes Weib, sie wurde zum Opfer deines Stolzes. Dein Glaube, mich unterwerfen zu können, war der erste Schritt in deinem Untergang, Raoul! Ganondorf! Auf! Allen braucht euch. Ow. Ja, also, ich habe keine Ahnung, wie die Cutscenes aus dem ersten Teil aussehen. Vielleicht müsste man das ernsthaft mal zumindest für mich selber mal nachholen. Aber weil ich die damals so überhaupt nicht gefunden habe. Aber wenn man das Ganze hier so sieht, man würde sich eigentlich schon fast, so gut Breath of the Wild und auch hier Tears of the Kingdoms ist, fast ein mehr storyfokussiertes Spiel hier miterleben wollen. Wo man von mir aus halt in der Vergangenheit spielt. Und vielleicht allgemein einfach mehr so Cutscenes passieren, Sachen auch synchronisiert erzählt werden. Also,
Das sind schon wirklich sehr beeindruckende Sachen. Und so ein bisschen schade, dass man das halt nur so nebenbei erzählt bekommt. Ich wollte eigentlich nicht großartig hier darüber reden, aber ich habe genug für zwei Upgrades. Und wie man sehen konnte, ich habe damit die nächste Reihe gestartet. Schick. Und dann noch Ausdauer, das können wir von mir aus jetzt kurz einmal noch hier schnell gemeinsam machen. Einfach weil damit dürfen wir den nächsten Bereich auffüllen. Das sieht dann natürlich ein bisschen schicker aus. Tada! Es ist mir nicht möglich, dir weitere Ausdauercontainer zu gewähren. Okay, interessant. Das heißt, also von nun an wird rein auf Herzen sich konzentriert. Wir gehen zurück zum Wüstenbasar. Das ist leider nicht der direkt beste Punkt, aber das ist der einzige, den ich aktuell im Angebot habe, denn bisher haben wir es halt noch nicht geschafft, bei Gerudo Stadt den einen Schrein zu aktivieren. Ich habe ihn damals einfach nicht gesehen. Entsprechend, genau, wir wollen die Story weiter vorantreiben. Ah, halt. Man muss natürlich schon die A-Taste drücken. Ich hatte das Ding mental schon gebaut. Jetzt aber. Ich war so frei, wie man es vielleicht oben schon sieht, an meinem Tempo-Boost. Ich habe aber mal so ein bisschen meine Taschen aufgeräumt und Essen kann man leider nicht einfach wegwerfen. Was also bedeutet, aktuell ist das alles in meinen Magen verschwunden. Ich meine, das wird dann der da hinten, da ganz, ganz oben sein, wo wir ungefähr gerade hinzielten. Ja, und logischerweise, ich werde das jetzt hier nicht... das ist später Pop-In gewesen. Werde das jetzt hier nur freischalten. Und dann springen wir schon wieder nach unten. Richtung Stadt. Und dann gucken wir mal, was dann passiert. Es sollte klar sein, die Stadt ist immer noch überrannt. Und zumindest die Leute befinden sich... genau, richtig. Ich würde sagen, Moment, was ist los? Erziehen? Ja, auch nicht ganz. Was hieß, wir sollten hier hin. Ich würde ganz gerne natürlich auch nochmal hier schnell gemeinsam gucken, ob es da nochmal irgendwas... genau, ausgerodet statt. Nur wenige Augenblicke nach dem See geschehen plötzlich Prinzessin Zelda. Merkwürdige Wirbelwinde begannen. Haben wir die gerade wahrgenommen? Genau, auf gerodet statt zuzubewegen. Dann verschwand die Prinzessin. Dieser berichten sollte es den anderen folgen, die ebenfalls in die Stadt zurückkehren sind. Okay. Einmal das hier. Und jetzt... ist da unten den Eingang? Da unten warten sie auf jeden Fall auf uns. Okay. Guten Tag. Siehe dir das an, Link. Ein Gypnonest, genau wie beim Wüstenbasar. Laut dem Bericht, den ich erhalten habe, ist es zur gleichen Zeit aufgetaucht, als auch die Wirbelwinde aufkamen. Allerdings scheinen wir dieses Mal mit gleich drei Nissen zu tun zu haben. Alle drei vor den Pforten meiner Stadt. Man könnte meinen, uns würde eine Horde, eine ganze Horde, Gibdos, was immer noch ein doofer Name ist, auf einmal überrennen wollen. In diesem Zustand werden sie sich im Verteidigungsmodus befinden, sind sie äußerst widerstandsfähig. Aber sobald sie sich öffnen und Gibdos aus ihnen hervorströmen, sind sie für eine kurze Zeit angreifbar. Die Gibdos werden kommen, da steht gar keine Frage. Und was wird der Zeitpunkt sein, an dem wir zurückschlagen? Hm? Interessant, dass das hier passiert, ne? Zu mir. Komm. Komm zu mir. Ah. Dann wieder, hast du das gehört? Komm zu mir, sie ruft mich. Hm? Königin Ryu, Link, was geht hier vor? Nein, ist nichts, Myla. Mach dir keine Sorgen. Link, der Schutz dieser Stadt hat jetzt höchste Priorität. Konzentrieren wir uns auf die Gegner direkt vor unseren Toren. Wir müssen uns umgehend zur Schlacht rüsten. Whatever that means.
Kann sein, dass mein Tempo während der Cutscene weiterhin ablaufen. Okay, du hast sie erstmal hingesetzt. Schick. Sie soll sich auftauchen und ihre Nester. Wir werden von einer Merkwürdigkeit nach der anderen geplagt. Und obwohl wir Zelda am Wüstenbazar gesehen haben, gibt es in der großen Stadt bisher dann kein Lebenszeichen von ihr. Ja, es liegt weiter in die Schnabel, deswegen halt. Ich frage mich, was dahinter steckt. Im Moment jedoch ist der vorherstehende Kampf unser dringlichstes Problem. Ich denke, es tut mir leid, dass ich dich erneut um Hilfe bitten muss, aber bitte sprich mit Myla und den anderen Kriegerinnen, um euch bestmöglich auf die kommende Schlacht vorzubereiten. Alright, hi. Willst du etwas wegen der Vorbereitung für den Kampf fragen? Ja, was können wir tun? Bitte sprich mit Kommandantin Tekla an der Truppenbasis über die Ausstellung unserer Truppen. Im Hof findest du Padoru, die für Materialien zuständig ist. Wenn wir diese klug einsetzen, können wir den Feind frühzeitig aufhalten. Sprich mit ihr, wenn du etwas Bestimmtes benötigst. Willst du etwas wegen... Ja, keine Fragen. Nun denn, in diesem Fall erstatte bitte der Königin Bericht. Wenn der Kampf beginnt, werde ich die Königin beschützen. Wenn ihr etwas geschieht, wäre das das Ende der Gerudo. Ja, ja, okay. Tower Defense Time. Lass mich einfach auf die los, dann mache ich das schon. Da diese Monsternester vor der Stadt aufgetaucht sind, wird es wohl unweigerlich zum Kampf kommen. Könntest du mir vielleicht dabei helfen, eine Strategie zur Aufstellung unserer Kriegerin festzulegen? Sollten sie gleichmäßig ausschwärmen oder sich je nach Bedarf an den Toren konzentrieren, an denen Gefahr droht? Was meinst du? Okay, wir haben also mehrere Sachen. Speerkriegerinnen. Die sollen hier bleiben. I don't know. Würde am liebsten wirklich sagen, lass sie einfach alle hier. Also Meinung N, lass es mich wissen. Ich werde nur gucken, was die unterschiedlichsten Sachen... Hallo, sie sollen hier bleiben. Wir sollen eigentlich nur den Palast beschützen. Ich denke, das wäre immer noch einer der mit cleversten Sachen. Ja, hier ist überraschend viel angerichtet worden, aber wir wissen nicht, was hier genau eigentlich passiert ist. Okay, und was kannst du mir jetzt hier noch genau tun? Ich weiß, du hast hier Sachen herumliegen. Kann ich mir die einfach klauen? Ich habe Materialien gesammelt, die uns im Kampf hilfreich sein könnten. Du darfst dich gerne bedienen. Und wenn du mir aufträgst, an einem der Tore eine Barrikade zu errichten, werde ich das tun. Könnte ich der ehrenvollen Sache am besten dienlich sein? Barrikaden errichten, Unsere Stadt hat 3 Tore. Vom Palast aus gesehen, das Nordtor geradeaus, links, rechts. Ich kann eines davon mit einer hölzernen Barrikade und Eisenfässern versperren. I don't know, Ostdorf von mir aus. Die Barrikade wurde im Ostdorf aufgebaut. Das sollte die Gegner dort eine lange Zeit aufhalten. Okay, also wenn man sagt, das Ostdorf ist gerade geschlossen. Vielleicht überlegt man dann ernsthaft, ich nehme einfach alles. Hier ist so ein Nahbauteil bündelt und reflektiert Licht. Damit könnte man dann vielleicht da unter der Stadt das machen. Die Kraft von Lichter, den es aussendet, reicht sehr weit und soll Monster vertreiben können. Wäre natürlich ganz schön gewesen, wenn ich hier irgendwo so ein Kapselding hätte, um das Ding halt, nenn es mal, zu farmen. Komm her damit. Kann ich das kaputt machen? Thank you. Oh, und hier ist einiges, wow. Okay, also die Idee soll sein, jetzt wo wir wissen, die sind alle beim... Wir haben die Barrikade beim Osttor jetzt aufgebaut. Dann würde ich doch sagen, schicken wir die alle nach links in Richtung Westen. Während wir uns um den Norden kümmern. Da haben wir nämlich genug Zeit, das eine zu machen. Die kümmern sich vielleicht um die andere Ecke. Oder ähnliches. Also, Speerkriegerinnen. Ans Westturm. Genau.
Säbelkriegerinnen ebenfalls. Oh. Oh. Und Artillerie. Ich würde natürlich überlegen, ob man sagt, die Artillerie soll uns helfen. Echt. Ah. Okay. So, wir haben auf jeden Fall gehört, die Dinger sind aktuell noch zu. Da passiert also noch nicht viel. Das heißt, wir wollen das ganz kurz auch mal ausnutzen. Mal so ein bisschen uns umgucken. Aber vieles davon wird jetzt nicht so interessant sein. Aber was zum kaputt machen? Immer her damit, wir können Pfeile immer gebrauchen. Ja, und jetzt nach unten. Und die eine Sache, die wir noch machen sollten, wo ich dann auch jetzt realisiere, wir hätten beim Bazar nochmal mit der einen Person reden sollen. Und hier wäre normalerweise Wasser. Das ist ein Palm, ich wollte schon sagen, das ist irgendwas anderes. Dann könnte man sich überlegen, das Ding noch kurz nach unten zu bringen. Meine Frage ist nur, wie komme ich von... Ach, ist es da unten vielleicht der Eingang schon automatisch? Dann wäre der Weg vermutlich gar nicht so weit. Wir hatten das Ding ja nur... Oder diesen Bereich. Dunk, dunk, dunk. Alles cool. Let me in. Let me in. Come on, kann nicht so schwer sein. Muss ich erst mit dir reden? Ah, der Feuer, von dem alle sprachen. Sobald der Kampf losgeht, schließe ich das Tor. Wenn du das erlegen willst, kümmere dich jetzt bitte darum. Ja. Thank you. Und du hast mir noch eine Kugel gebracht. Ich sollte dir eine Belohnung dafür geben. Ah. Oh ja, kann man gebrauchen. Ah. Wusste doch, dass die Königin guten Grund hat, dir zu vertrauen. Solltest du noch eine Kugel finden? Ja, ja. So, dann... So. Wie... Wer von denen schreit nach wie? My blind... Ah, das Ding. Fire. Komm. Was man nicht alles tut, nur um sich ein kleines bisschen mehr vorzubereiten. Und zwar, ich bin hier auf die Vergessen-Insel zurück teleportiert und begebe mich jetzt dorthin. Laut Internet, was ich da ganz kurz gegoogelt habe, soll es da, beziehungsweise es gibt auch schon interessanterweise hier ein. Oder ist ein Gegner? Ist sogar ein Gegner, okay. Der mich sogar wahrgenommen hat, nicht schlecht. So, hier gibt's also scheinbar auch noch... Ohoho, okay, du schießt mit Raketen. So, muss ich mich um dich kurz kümmern? Genau. No. Hier gibt es also auch schon einen von denen. Gucken wir mal, ob es mir gegönnt wird, auch das Material zum Reinwerfen zu finden. Hier, hier. Gucken wir einmal hier bei dem gemeinsam, was wir bekommen. Okay, ich sehe Bomben, Rädchen, Raketen. Scheinwerfer. Upp, das ist die falsche Taste. Nee, ist halt immer noch nur einer von den Spiegeln. Und aber auch wichtig, zum Beispiel hier, der Blitzwerfer. Ich dachte, ich hätte die Dinger schon, aber das habe ich vermutlich mit dem Laserwerfer verwechselt. Da habe ich jetzt also auch welche bekommen. Woher? Habe ich die gerade eben eingesammelt? Nee, mir wurde nur der Spiegel hervorgehoben. Genau. Ich will mal ganz kurz hier schnell gucken. Zeitbombe, also auch der ist nicht relevant, aber angeblich bei dem soll was sein. Natürlich auch hier wieder. Ja, da sind sie. Wir haben Laserwerfer, wir haben Spiegelschlitten, Pfosten. Okay, also hier hätten wir jetzt offiziell auch die Möglichkeit, nochmal Pfosten zu sammeln. Der Rest
Ja, den kommt man gefühlt auch schon seit langer, langer Zeit. So, ebenfalls wichtig, so Spiel hier, da ist wieder einer dieser Bereiche, die man fotografieren kann. Das ist also etwas, was ich auch gleich noch machen werde, aber logischerweise, ich werde mich jetzt hier nochmal so ein bisschen mit Spiegeln vollladen. All den Blödsinn abgeschlossen. Auch interessant hier das Ganze zu sehen auf die Art und Weise. Wirkt relativ klein auf einmal. Aber wenn man darunter sieht, ja, ein bisschen anders. Ich habe eine weitere Entdeckung gemacht, einfach weil, wenn ich eh schon dabei war, zu gucken, wo gerade so die Spiegel zu finden sind, durfte ich feststellen, dass hier bei der Wassertempel, hier unten drunter gab es auch noch mal einen Kapselspender und dieser hatte die Schwebesteine. Sehr hilfreich. Gut. Wir haben da Schutz aufgebaut, haben da die ganzen Kriegerinnen hingeschickt. Oder dort von mir aus. Genau. Die Idee soll sein, wir greifen den Zentralen an, dann den da und helfen dann zu guter Letzt da nochmal aus. So, ist sie hier oben? War das hier oben? No, aber es ist lustig hier oben. Muss mal vorbeizugucken. Wöchentliche Tagesbuch. Hoffentlich nicht zu lange. Heute habe ich einen beunruhigenden Bericht von Beiler erhalten. Ein unbekanntes Miasma dringt unter Schloss Hyrule hervor. Wer es berührt, soll davon krank werden. Unser Bündnis Link und Zelda befinden sich in Hyrule. Sicher werden sie die Situation unter Kontrolle bringen. Mich hat ein neuer Bericht und leider auch unerfreulicher Bericht erreicht. Sind unter dem Schloss verschollen. Dann stieg das Schloss in die Luft empor und gleichzeitig erschienen auf der ganzen Welt zahllose schwebende Inseln. So viel unglaubliche Phänomene. Was ist nur mit dieser Welt los und sind die Beine in Sicherheit? Während wir uns weiter große Sorgen um Hyrule machen, wurden auch wir vom Unheil heimgesucht. Ein unerwarteter Sandsturm tobt über die Stadt und ihre Umgebung. Wir haben uns in den Untergrund geflüchtet, aber als wir den Sandsturm untersuchten, wurden wir von einer Horde seltsamer Monster angegriffen, den Gyptos. Leider erwies sich mein neu entdeckter Blitzschlag als wirkungslos gegen sie. Viele Verletzte strömen in die Stadt und die Situation ist sehr unübersichtlich. Als Königin kann ich mich nicht vor meiner Verantwortung drücken. Das letzte Steintor zur Untergrundstadt kann keine Monster überwinden. Es ist auch ein Segen, dass wir dort über reichlich Wasser verfügen. Wir müssen die Wasserwege aber gegen Feinde schützen. Für alle Fälle sollten wir auch das Loch hinter dem Thron verschließen. Hier herumzusitzen ist nutzlos. Ich werde die Untergrundstadt in Bailos Obhut lassen und meinen Blitzschlag üben. Die Ruinen im Norden sind nicht weit von der Stadt entfernt, sollten für mein Training am besten geeignet sein. Ich trage so viel Sorgen für die Gerudo und die Welt mit mir herum, aber nun tue ich einfach, was in meiner Macht steht. Sicher würde meine gute Freundin Zelda so etwas sagen. Ich bete zu Obosa, dass sie und Nigga sicher sind. Okidoki. Und natürlich, die sind durchaus niedlich. Oh, ich kann die sogar nehmen. Okay. Time to go downstairs. Aha. Oh, ich kann. Kann ich sie, wenn ich sie anvisiere, trotzdem mit ihr sprechen? Abwägen, werfen. sind die Kampfbereitung abgeschlossen. Ja, wir sind bereit. War das ungefähr eine Minute Ladezeit? Link. Die Stimme, die wir gehört haben. Ich würde schon sehr gerne wissen, wer oder was sich dahinter verbirgt, aber... Here we go! Eure Majestät, eine große Anzahl gibt, das bewegt sich auf uns zu. Sie wollen die Stadt angreifen. Egal, erst ist Wichtiges zu tun. Was? Oh, es sind doch einige, ja. Weiler, sie haben die Stadt völlig nicht umringt. Kein Grund zu verzagen. Diese Gefahr ist auch eine Chance. Heute kämpfen wir, um sie und ihre Nester allesamt auszulöschen. Auf, Schwestern! Die Schlacht beginnt. Sie sollen die wahre Macht unseres Volkes erleben. Für die Gerudo! Link, Kriegerinnen! Der Königin darf nichts geschehen. Schützen wir sie und unsere Stadt. Okay, here we go. Monster vor der
der Stadt. Verstärkt die Verteidigung an den Toren. Wow, hast du einen weiten Blitzmöglichkeiten. Oh, da stehen trotzdem Leute. What? Mädel, das war daneben. Aus dem Nest am Osttor. So, ganz kurz bereit, natürlich hier wieder meine Waffe anzupassen. Oh, ist der nicht... Nee, der ist nicht Eis. Ah, ist trotzdem Orten. Hoppala, der ist schon... Oh, die sind alle mit richtig gutem Zeug ausgestattet. So, reicht das jetzt hier, das Ding schon? Vielleicht brauche ich dafür wieder Hilfe erstmal. No, nicht so einfach. Ha. Aus dem Nest am Nordtor kommen sie auch. Lasst sie nicht in die Stadt. Dieses Nest wird keine Gibdos mehr hervorbringen. Okay, gut. So, ich helfe mal ganz kurz selber aus. Wir wissen ja wie. Sehr schick. Und ja, natürlich. Auch am Westtor. Ich werde sie mit meinem Blitzschlag zerstören. Aber nicht. So, ich bin mal ganz kurz so frei. Ja, eines ist kalt, richtig. Hilft da wirklich einfach, kaltes Zeug zu tragen? Ja, okay, in der Hinsicht dann schon. Gut, dann tragen wir hier nämlich eine lustige Kombination. So, ich bin aber mal ganz kurz so frei. Und baller mich darüber. Na, leider kann ich hier nicht meine Hilfe nutzen. Aber damit kommen wir halt schon mal in die Richtung. Aus dem Nest am Osttor kommen fliegende Gegner direkt auf uns zu. Fliegende? Gut, ein weiteres Nest ist außer Gefecht. So, hier sind auf jeden Fall sehr viele Leute. Wir schaffen sollten, das Teile hier alles aufzuhalten. Haben Sie die Verteidigung? No. Hier will ich nicht reden. Es kommen immer mehr. Wir müssen alle Nester zerstören. Mhm. Wir haben es schon durchaus weit geschafft. Ich mache mal ganz kurz einmal hier. Ha, fliegende Gegner, ja. Es kommen immer mehr. Die Nester sind zerstört. Bereiten wir den Rest. Lichen Gibdos in der Stadt ein Ende. Hätte nicht damit gerechnet, dass sie sich so merkwürdig verhalten. Thank you. Hat so ein bisschen mein eigenes Zeug. Oh, okay, hi. Der Feind nähert sich dem Zentrum der Stadt. Der Feind hat uns erreicht. Oh, warum verliere ich denn jetzt genau? Wir sind die letzte Verteidigungslinie. Kämpf! Ja. Ah, das ist auch noch so ein Zielbogen. Furchtbar. Die wird angegriffen. Oh boy. Guys, help her. Protect her. Die for her. Okay, das war einfach. Link, ich danke dir im Namen der Gerudo für deinen Einsatz. Ohne dich hätten wir den Kampf nie gewonnen. Da nun die Gibdo-Nester um die Stadt herum zerstört sind, sollte sich die Lage hier vorerst wieder beruhigt haben. Weißt du, mir fiel auf, dass die Nester zu Sand zerfallen, als wir sie vernichteten. Die Gibdos und der Sand stehen wohl irgendwie miteinander in Verbindung. Ob vielleicht der Sandsturm sie gerufen hat? Oder ob sie am Ende den Sandsturm sogar selbst erzeugt haben? Und noch, was will mir nicht aus dem Kopf? Die Stimme, die wir beide gehört haben. Eine Stimme und Blitze, das alles erinnert mich an etwas. Link, ich will dir etwas zeigen. Bitte komm zum Wandbild hinter dem großen Saal in der Untergrundstadt. So, ich will mal ganz kurz gucken, hier war ein Loch irgendwie. Oh, hat man damit das Loch zugemacht? Hehe. So, wo zum Kuckuck kommen wir damit hin? So. Okay. Link, gut, dass du hier bist. Bitte sieh dir dieses Wandbild an.
Wir Gerudo nehmen an, dass es von unseren Vorfahren stammt. Als es erschaffen wurde, wurde diese unterirdische Stadt auch als Zufluchtsort genutzt, genau wie jetzt. In grauer Vorzeit wurden die Gerudo wohl schon einmal von einer schrecklichen Katastrophe gedroht, wie immer in der Geschichte von Zeldas Timeline. Da steht hinter dem Thron rote Säulen in der Hitze. Nicht im Dreieck Steine der Blitze. Wenn meine Stimme ruft nach dir, so folge ihr und komm zu mir. Als wir diese rätselhafte Stimme gehört haben, fiel mir sofort dieses Wandbild ein. Scheint auf irgendeinen bestimmten Ort hinzudeuten und die Worte sind ein Hinweis, ein Rätsel. Okay, irgendwas mehr dazu noch erzählen? Hinter dem Thron, rote Säulen in der Hitze, Licht im Dreieck, Stein der Blitze. Deswegen, ich habe zum Beispiel das da wahrgenommen. Vielleicht sehen wir einfach mal das da als einer der Punkte an. I don't know. Die auf jeden Fall ist selber auch nicht allzu viel mehr sagend. Okay. Dann zu beobachten, dass die... Ihr sollt bloß abhauen. Dass die hier immer noch unten drunter sich verstecken, aber... Och, muss ich hier immer erstmal jemanden anlabern? Du, hast wirklich gut gekämpft. Wahrscheinlich hat dich unsere Königin deshalb angenommen. Sie hat deine Fähigkeiten richtig eingeschätzt. Sie wird noch jung sein, aber sie ist schon jetzt eine beeindruckende Persönlichkeit. Open the tanks, you. Okay, meine Frage ist, die Gyptus, die jetzt hier zerstört worden sind, haben die jetzt... Yes. Ich weiß nicht, wie wichtig das Zeug ist, aber vielleicht, dass die gefühlt dann doch Gegner sind, die erst später auftauchen. Also ich könnte mir brutaler vorstellen, wenn man die als erstes machen würde. What is this? Oh, jemand hat sich um das Ding gekümmert. Vielleicht habe ich das nebenbei ungewollt mit dem einen Blitztreffer mitgetroffen. Aber natürlich direkt habe ich gegen das Ding nicht gekämpft. Also wir sehen, da draußen standen jetzt ein paar Wachen. So, nope, da wollte ich nicht reinsinken. Das ist ein bisschen merkwürdig, dadurch, dass ich jetzt hier wieder mehr Zeug habe, sind alle Sachen wieder so ein bisschen... Sieht natürlich hier freaky aus. Da sind nochmal... einer zumindest. Hier haben wir wieder einer dieser... Statuen. Hat die irgendwas zu sagen, außer dass sie wieder in eine Richtung deutet und ich theoretisch die Waffe klauen kann? Ja, great. Okay, also, ja, man sieht natürlich jetzt gerade mal wieder gar nichts. Ich sag einfach mal, die sollen den Weg zu diesem einen Tempel weisen, wo wir dann sie angetroffen hatten. Brauche ich also jetzt nicht nochmal irgendwie weiterverfolgen. So, das ist genau, das ist noch Stadt. Okay, hier haben wir etwas. Ist das vielleicht schon relevant? Oder warten schon wieder Gyptus auf uns? Okay, dann nehmen die mal ganz kurz. Nichts. Das da oben habe ich natürlich wahrgenommen. Aha. Kann ich eigentlich meinen Buddy einfach nutzen, um das Ding aufzumachen? Buddies! Everyone! Wo sind meine Freunde? Come on! Ich sehe einen. Okay, also das war schon mal, ich sag mal schon mal richtig.
Deine Frage ist, folgt man jetzt dem Licht? Oh, vermutlich nicht. Vermutlich sollte man eher hier nach den Ausschau halten, nach den Türmen. Ich meine, das Gute ist, es ist gerade schön kalt. Denn mit Kälte kann ich arbeiten, mit Hitze hingegen jedoch nicht. So einfach. Ich habe zwar Sachen vorbereitet, Sachen gekocht, aber... Ah, das war ein Ticken zu früh. Das war zu ungenau. Aber hey, dafür hat man das Zeug. Das wurde einfach zugemüllt. Beziehungsweise hier ist nichts drin. Das ist eher überraschend. Aber waren da bei dem anderen auch die Plattformen da oben? Gehen wir ganz bewusst einfach mal hier hoch. Also der... Es wirkt so, als wäre die Position nicht richtig. Das Ding drehen? No. Das Ding ist so interessant zu beobachten. Ich dachte wirklich halt, wenn man so ein bisschen das Wandbild sich nochmal vor Augen ruft... Brennt es da unten. Dass man... okay. Hilft es jedoch, wenn gerade unten drin nichts ist? Okay. Weil ich kann hier vermutlich einfach irgendwas anbringen. Und irgendwie so was ganz Dummes nimmt. Meine Frage ist halt nur, wohin soll das ausgerichtet werden? Deswegen, weil das merkwürdig ist halt, dass mir ja einfach das Licht fehlt. Weil mit Licht könnte man natürlich immerhin sagen, ich finde schon einen Ort dafür, aber so? Deswegen, jemand sieht ja auch nicht mal, wo der hin zeigt. Lass mal nochmal zum ersten zurückfliegen. Dann können wir nämlich auch nochmal Ausschau nach dem dritten halten. Meine Frage ist halt, ob man den auch noch irgendwie anders ausrichten kann oder muss. Vielleicht ist der Witz, dass die nicht irgendwie halt einen Punkt definieren sollen, sondern vielleicht miteinander kombiniert werden müssen. Aber ich will da mal ins Licht gucken. Aber nur um zu wissen, was ist denn da überhaupt drin? Ja, vielleicht ist da eine Aufgabe, die man vorher noch machen soll. Hi. Keine Ahnung, ob das ein Tornado sein sollte, oder... So, hier ist ein Stein. Mehr aber auch noch nicht. Okay, also ich sehe da hinten einen Schrein. Bei dem Ding war ein Schrein. Das ist auch... Nehmen wir mal, ist etwas, aber... Ich sehe keinen von denen nochmal. Das heißt also, das nächste Logischste ist jetzt, denke ich mal, hier dem Licht zu folgen. Das ist auch nochmal ein Schrein. Ja, also die sind natürlich auch alle, die ich irgendwann noch abklappern darf. Okay, also die Dinger sind, glaube ich, nicht immer für Gibbos. Kurz mal der Karte folgen. Ja, man fährt hier gerade. Fühlt ins Nirgendwo. Bist du von Relevanz? Hopp, zu tief. War da hinten nicht noch gerade was? Hm.
Ja, es sieht aber so aus, als würden wir hier an den Kartenrand langsam kommen. Aber weil hier auch überhaupt nichts ist. Ja, ein Schrein, aber es soll es aktuell noch nicht sein. Was ist da hinten jedoch? Ich baller mal hin. Okay, nicht so weit geflogen. Oh, what is this? Oh boy, okay, hi. Du bist wohl hier die arme Sau, ey. Bitte geh weg. Wie konnte ich so achtlos sein? Ich war auf meine Suche fixiert, dass ich ins Revier einer Moldora eingedrungen bin, ohne es zu merken. Ich konnte mich gerade noch hier hinauf retten, aber runter kann ich jetzt nicht, denn das Monster reagiert auf Geräusche und würde sofort angreifen. Ich habe auch keinen Köder, mit dem ich es in die Irre leiten könnte. Sie frisst alles. Wenn ich von hier runterfalle, dann ist zu meinen. Ich bitte dich, tu etwas. Ah, das ist die verschwundene Besitzerin, okay. Gut zu wissen, ich hasse diesen Bogen. Genau, no, das ist nicht Bogen, das ist Bogen. Doppelschuss. Ich laufe immer noch mit einem von denen herum. Auch mehr Bögen. Okay, also ich muss das Ding vermutlich besiegen, damit es hier weiter vorangeht. Kann ich irgendwie... Ich mache mal einen normalen Schuss. Okay. Okay. I call that a big boy. Oh, das Ding ist erstmal jetzt auf dem Boden. Okay. Bitte nicht verbrennen. Bitte Ja, thanks, dass ich mit dem Ding nicht fahren darf. Obwohl ich draufstehe. Ja, okay, meine Begleiter stellen sich auch nicht gerade heller an. Meine Idee war eigentlich nur in die Luft zu springen und es mit Bomben zu begrüßen, aber auch das wurde mir mal wieder nicht gegönnt. Okay. Gleicher Blödsinn erneut. Wir schießen einfach mal hier hin. Aha, damit hat es drauf reagiert. Und das war nicht die Idee. Au, what? Wie es verschwindet einfach. Drecksack. Okay, also ich muss bei Weitem früher schießen. Die Idee ist nämlich einfach hier es mit Bomben zu begrüßen. Ja, das war nicht die cleverste Idee. Ebenfalls darf ich jetzt wieder aufpassen, was Hitze betrifft. Ja, die geht's nicht gut. Also ballern wir mal unseren ersten Kühlungsding hier rein. Oh, natürlich ist das Ding noch umgekippt. Ich muss den nächsten Mal auch mal wieder gucken, feenmäßig aufzustocken. Also vielleicht clever für den nächsten Tempel vorher. Ich würde das Ding ganz gerne halt mit Bomben füttern, aber das wurde mir bisher noch nicht so ganz angeboten, so wie ich mir das vorstelle. Okay, ja, das ist etwas, aber noch nicht so das, was ich brauche. Schön daneben geballert. Hätte ich nicht vergessen, ich kann hier drehen. Okay, ja. Vermutlich sollte das ausnutzen, ja. Jetzt sollte ich vermutlich wieder springen. Und zwar schleunigst. Aha, der Kollege bereitet sich nämlich jetzt wieder darauf vor, zu springen. Das hat ihn nicht getroffen. Oh, das war ein schöner Treffer.
Okay, also das sind ja die Viecher, glaube ich, die wir in der Cutscene da gesehen hatten. Das war eine Armada. Wir haben gerade mal gegen einen von denen gekämpft. Oh, holt die Motor? Ist sie weg? Oh, hast du etwa die Moldore beseitigt? Was? Dass du dieses Monster ganz allein besiegt hast, du musst ja unglaublich stark sein. Okay, man sieht meine Begleiter scheinbar nicht. Ich hatte nie gedacht, dass ich an diesem Ort einen Voi wie dich treffen würde. Das kann nur Schicksal sein, nicht wahr? Ah. Ich bin jedenfalls Aisha und führe den Schmuckladen. Aha, dein Einsatz war meine Rettung, deshalb möchte ich mich gern bei dir mit einer angemessenen Molono bedanken. Man sieht es mir nicht einfach so an, aber ich bin die beste Schmiede von ganz Gerudo. Wenn du mal einen Laden in Gerudo-Stadt vorbeischaust, könnte ich Spezialwaffen für dich anfertigen. Wobei, als Voi darfst du eigentlich nicht mal die Stadt betreten. Andererseits wiederum. Das Schicksal verbindet uns, das kann ich spüren. Ich bin sicher, dass wir uns wiedersehen werden. Gut, wo die Madora nun das Zeitliche gesegnet hat, kann ich jetzt zurück in die Stadt. Okay, Loot, geh mit der Loot. Oh, und sogar eine Kiste. Ja, aber man muss schon aufpassen. Die können schon durchaus austeilen. Moment, das Ding hat zwei Herzen. Ja, ein paar Sachen dabei, die sogar gerade so im Fusionieren gar nicht verkehrt sind. Ein Königsschild ist leider nicht wirklich besser als das, was ich schon habe. Aber ich glaube, ich brauche zwei von denen nicht. Ich gehe mal davon aus, wir werden dann spätestens, wenn wir... Einfach nur, wenn wir dann zum, was ist das eigentlich? Meine, ihre Fähigkeit sind Blitze verschneiden, also Blitz oder Donnertempel. Wenn wir da dann uns hinbegeben, sollten wir vermutlich irgendwie bereit sein, sowas an den Schild zu bappen. Kann oder klingt zumindest gar nicht als verkehrt. Mit Zitterfrucht. Kann ich das Ding kaputt machen? No. Okay. Das war jetzt alles ganz schick. Aber es war eigentlich noch nicht so ganz das, was ich damit erreichen wollte. Wurde damit mein Fluggerät wieder despawned? Ja. Dann zu beobachten, was nicht despawned wird. Okay. Ich brauche vermutlich so oder so wieder eins von denen. Denn hier entlang zu latschen, könnte ich mir nicht vorstellen. Alles Gute ist definitiv, dass ich aktuell kein Hitzeproblem dank dem Schutz habe. Okay, also wir haben gefühlt zwei von denen gefunden. Jedoch nur einer von denen funktionierte bisher. Das Ding beschützt? Wow. Hey, ich flieg einfach an euch vorbei. Ich hoffe, ihr habt damit kein Problem. Ich weiß zwar nicht, wann ich hier jemals wieder zurückkehre, außerhalb von ich will den Tempel oder den Schrein selber hier machen, aber... Die Stelle selber wirkt jetzt nicht so relevant. Okay, hatten wir da jetzt reingeguckt? Wir waren hier und es war einfach nichts. Da ist aber ein Drehding. Warum ist da ein Drehding? Ah, great, und mehr von den Drecksviechern. Ah, das riecht doch noch etwas. Nehmen wir mal so lange, bis das Ding nicht mehr... Oh. Moment, jetzt sind wir mal... Sind das gleich mehrere von denen aktiv? Okay, ich kann das noch drehen. Aber das tut nichts mehr. Okay. Wird's ganz... die haben Waffen in sich drin stecken. Okay, here we go. Oh. Hatte mit zweien gerechnet, aber nicht mit dreien. Gleich
alle einfach so entfernt. Okay, die haben leider nur die schlimmsten Waffen drin. Mir ging es in erster Linie wirklich darum, die Holzpfeile zu klauen. So, und dann... Okay, ist nur Melone. Gehen wir da noch hoch? Mach gleich mal zwei, weil das wirkt, als wäre das Ding ein bisschen größer. Okay, das sieht so ein bisschen aus, als hätte ich die damit alle erhöht. So, das ist der, den wir kannten. Ich markiere den auch nochmal einfach jetzt vollständigkeitshalber. Und dann, weil da nämlich noch einer... No, da fehlt auch keiner. Okay, also die haben jetzt hier... Genau, der eine ist noch nicht richtig ausgerichtet. Okay. Nehmen wir also den jetzt nochmal richtig schieben. Dann könnte das schon das Rätsels Lösung sein. Das Ideal ist, denn wir kommen hier fast damit zum Ende des heutigen Teils. Dann können wir dann beim nächsten Mal... Ich gehe mal davon aus, dass das halt zu dem Tempel hier alles hinarbeitet. Dann können wir aber hier beim nächsten Mal dann ideal weitermachen oder den Tempel dann starten. So, natürlich wurde mir das jetzt hier wieder entfernt. Keine Ahnung, ob es eine bessere Methode gibt, das Ding zu drehen. Aber muss ganz ehrlich zugeben, halt diese Art von Gegenstand ist so nutzlos. Für mich zumindest. Okay, ich drehe damit, aber... Ist das die richtige Richtung? Das scheint... Ja, jetzt scheint sich auch zu bewegen. No. Come on. Man würde denken... Ja, okay. Das könnte man einfach drehen, aber... Okay. Dann würde ich sagen, das ist vermutlich der Triggerpunkt. Und diesen werden wir dann beim nächsten Mal starten. Oh, das ist sogar der Punkt. Okay, gut, gut. Dann würde ich sagen, kommen wir für heute hier zum Ende. Ich bedanke mich, verabschiede mich und hoffe, es hat euch ebenfalls gefallen. Bis dann.